Ich sitze noch hier. Wir sind am Standplatz in Herajane. Ich kriege das nicht ordentlich ausgerufen. Wie heißt das? Herajane. Da scheitert es. Und gucken raus auf den Fjord und hoffen, dass wir dann da auch mal Orcas sehen. Also angeblich sind da welche Orcas oder Killer Whale. Die heißen Killer Whale, weil die andere Wale fressen. Also Kill Whales, deswegen so, glaube ich. Und die ansonsten Orca finde ich eh schöner. Also Killer Whale, das klingt so negativ, weil die greifen den Menschen überhaupt nicht an. Tja, und die schwimmen wohl den Fjord jetzt auf und rauf und runter, weil die kleinen, die Schweinswale, die sind wirklich klein. Die sind hier auch drin, die sieht man auch am Zoo, habe ich aber noch keine gesehen. Und die Killer Whales, die Orcas sind dann hinter denen her. Ja, wir waren jetzt hier seit Dienstag, weil die Werkstatt hier ist ganz in der Nähe, wo wir dann, konnten wir im letzten Video schauen, wo wir dann die Lichtmaschine getauscht gekriegt haben und alles. Und da habe ich gedacht, bleib mal in der Nähe und sieh mal zu, dass ich mal alles so ordentlich teste und ordentlich Stromverbrauch und die Heizung ordentlich pullern lasse und weiß der Geier, wie was so alles so passiert. Weil nach Oslo wäre so ein Tag zu fahren, wenn irgendwas noch schief geht und so. Aber na, so langsam kriege ich Vertrauen in die Sache. Ja, wir sind am Lingos Schulmuseum und der Arjan hat gerade Spaß mit dem kleinen See hier. Ist ein toller Platz und sehr idyllisch. Bis direkt bei der Straße da, aber da ist abends, fährt da keiner mehr. Ne? Und ja, da darf man parken, ist kein Parkverbotsschild. Ne? Und ja, mein Test ist dann immer, dass ich da erstmal 2, 3 Minuten stehe oder 5 Minuten, ohne dass ich irgendwas auspacke oder so. Und gucke die Locals, die dann so abends vorbeifahren, die dann nach Hause kommen von der Arbeit, so um 5 oder so. Oder, ja, also die Locals. Und dann grüßt man die nett und dann sieht man sofort, ob die zurückgrüßen oder wie die drauf sind. Und hier waren die alle super freundlich und haben gelacht und ja und so. Ne? Als ob sie sich gefreut haben, dass sie auch endlich mal da hinkommen, so nach dem Motto. Ja. 1A-Platz. Ja. Da ist noch, wenn man da mehr privat haben will, im Wald noch so ein anderer Platz. Da standen dann aber schon 2, da wollte ich mich nicht dabei klemmen. Ne? Macht man ja nicht. Und hier fand ich es eh schöner. Direkt bei dem Fliederbaum hier. Ja. Super. Blöd, dass halt YouTube kein Geruch irgendwie übermitteln kann. Ne? Das ist wirklich toll. Wir sind vom. Ja, letzte Woche sind wir. Da waren wir an dem Herajane Standplatz, da im Hardanger. Sind wir dann durch Hardanger gefahren und von da aus sind wir dann nochmal zurück nach Otta, weil wir mussten noch den Batterielader zurückgeben. Boah, die Sonne, die sticht mich echt. Ich habe meine Sonnenbrille verloren, meine normale, deswegen habe ich nur hier diese Assi-mäßig. Sorry, Leute. Aber ja. Und da sind wir dann nochmal nach Otta zurückgefahren, wie gesagt, um den Batterielader zurückzugeben, den uns die nette Dame von dem. Da gibt es so ein Geschäft, die verkaufen so afrikanische Körbe und Kleider und so. Und die hatten wir irgendwie da an so einem Badeplatz da kennengelernt. Die war sehr nett. Und die hatte sich zufällig ein Batterieladegerät gekauft. Die wusste gar nicht wofür. War so ein Spontankauf. Wenn man es mal braucht. Und schwuppdiwupp, ne, habe ich davon profitiert. Das war schon mal klasse. Ja, das hatte ich halt eine Weile noch im Auto, weil ich nicht wusste, ob man vielleicht noch mal braucht, ob denn alles auch funktioniert. Ja, und da haben wir dann in der Nähe von Oda noch im Wald gecampt da und da Picknick gemacht und
da auch übernachtet. Das war auch sehr, sehr schön. Das ist direkt, wenn man dann da von Odda aus nach Jondal fährt, da ist dann links ab vor dem Tunnel, ist so ein Rastplatz mit Toilette und allem, mit warmem Wasser. Ich bin aber dann noch in den Wald gefahren da, weil das war mir zu nah an der Straße da, weil der Einstein, der springt da gerne mal rum und so, dass er mal ein paar Meter läuft. Da war auch nicht viel zum Spazieren gehen. Und die, da in dem Wald da, das war da schön, das war super. Ja, jetzt geht weiter Richtung Kristiansund, aber das kommt dann im nächsten Video. Jetzt haben wir erstmal hier einen gemütlichen Sonntag und ich hoffe, ihr habt das auch. Also dann viel Spaß beim Zuschauen und hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, dann bitte auf den Daumen hoch klicken und auch abonnieren nicht vergessen und so weiter. Ach, die Sonne. Also ja, jetzt erstmal Kaffee. Lie down. Okay.